Hallo ihr Lieben, in meinem heutigen Video häkeln wir zusammen diesen wunderschönen und super, super einfachen Frühlingsloop. Der ist so einfach zu häkeln und das Muster ist absolut klasse. Es wird nur eine Reihe die ganze Zeit wiederholt, also ein total entspanntes Projekt. Wie ihr auch hier sehen könnt, super, super luftig und somit wirklich perfekt jetzt für den Frühling, für den Sommer. Die Wolle, die ich genommen habe, hat so einen ganz, ganz tollen Farbverlauf. Also hier zeige ich euch das Ganze nochmal. Auch wieder so in diesen Pastelltönen gehalten. Von rosa bis lila in so einem Türkiston. Gelb ist noch mit drin. Also eine ganz, ganz tolle Wolle. Und wie gesagt, auch das Muster ist wirklich ganz, ganz einfach und ganz toll zu häkeln. Also wenn ihr Anfänger seid, traut euch da ruhig ran. Ich zeige euch Reihe für Reihe, wie das Ganze gehäkelt wird. Und wirklich ein ganz einfaches Projekt. Und jetzt zeige ich euch, was wir für diesen Loop benötigen. Ich häkel heute mit einer 6,5 mm Nadel. Ihr benötigt auch eine Schere, eine Nadel, um die Fäden zu vernähen. Und ich häkel heute mit dieser Rico Design Fashion Cotton Light and Long DK. Eine absolut tolle, weiche, leichte Wolle. Super geeignet jetzt für den Frühling. Die besteht aus 47% Baumwolle, 46% Acryl und 7% Polyester. Polyamidwolle und die ist absolut klasse. Also hier seht ihr schon mal ein bisschen von dem Farbverlauf, also dieses tolle Rosa, dann gibt es noch ein bisschen Lila, das ist da hinten versteckt mit Blau. Also richtig, richtig toll jetzt für den Frühling in so leichten Pastelltönen und ihr benötigt 2 Knäuel von dieser Wolle. Und den Link zu der Wolle verlinke ich euch natürlich wieder unten in der Infobox und dann fangen wir mal an. Wir beginnen mit einer Schlaufe und wir häkeln Luftmaschen. Für meinen Loop habe ich insgesamt 25 Luftmaschen gehäkelt. Also ihr holt euch den Faden, zieht durch und häkelt das Ganze schön locker, nicht zu fest. Also ich habe insgesamt 25 Luftmaschen gehäkelt. Falls ihr euren Loop breiter machen möchtet, häkelt ihr einfach eure Luftmaschen teilbar durch 5. Und wie gesagt, ich habe für meinen Loop insgesamt 25 Luftmaschen gehäkelt. Fertig gehäkelt habt, häkeln wir noch einmal 4 weitere Luftmaschen. Diese 4 weiteren Luftmaschen zählen als Wendeluftmaschen. Also einfach noch 4 weitere Luftmaschen häkeln. Und jetzt beginnen wir mit unserem Muster. Und zwar benötigen wir jetzt die sechste Luftmasche von der Nadel. Die Schlaufe auf der Nadel wird nie mitgezählt. Also 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Wir nehmen Umschlag, gehen in diese sechste Masche hinein und häkeln ein Stäbchen. Wir gehen durch die ersten beiden Schlaufen durch und durch die nächsten beiden Schlaufen durch. In die gleiche Masche hier hinein häkeln wir jetzt noch 2 weitere Stäbchen, also wieder ein Umschlag in die gleiche Masche und wir häkeln noch 2 weitere. Also 1, Umschlag in die gleiche Masche und wir häkeln unser drittes Stäbchen. Wir häkeln jetzt 2 Luftmaschen und in die gleiche Masche hier hinein noch ein Stäbchen. Also 2 Luftmaschen, Umschlag und in die gleiche Masche noch ein Stäbchen. Also haben wir hier 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. Wir überspringen jetzt 4 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4. Und in die fünfte Masche häkeln wir wieder 3 Stäbchen. Also ihr nehmt einen Umschlag, überspringt 4 Luftmaschen. In die fünfte Luftmasche geht ihr hinein und häkelt jetzt wieder 3 Stäbchen. 1, 2 und 3. 2 Luftmaschen. Und in die gleiche Masche hinein noch ein Stäbchen.
Und das wiederholen wir einfach. Wir überspringen die nächsten vier Maschen. 1, 2, 3, 4. In die fünfte Masche. Nehmt ihr wieder einen Umschlag. Geht hinein. Und häkelt wieder. 3 Stäbchen. 1, 2 und 3. Also wir haben unsere 3 Stäbchen. Und jetzt häkeln wir wieder 2 Luftmaschen und noch ein Stäbchen in die gleiche Masche. Und das wird jetzt einfach nur wiederholt. Ich zeige es euch nochmal. Wir überspringen wieder 4 Luftmaschen. In die fünfte Luftmasche hinein häkeln wir wieder 3 Stäbchen. 1. 2 und 3, also 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen und noch ein Stäbchen in die gleiche Masche. Und jetzt wieder, wir überspringen 4 Luftmaschen und in die fünfte Luftmasche häkeln wir wieder 3 Stäbchen. 1, 2 und 3, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen in die gleiche Masche. Jetzt sind wir hier am Ende der Reihe angelangt. Wir haben hier jetzt noch 3 Luftmaschen übrig. Wir überspringen jetzt 2 Maschen und in diese allerletzte Masche hier häkeln wir einfach nur ein Stäbchen. Also nehmt einen Umschlag, geht in die letzte Masche hinein, holt euch den Faden und häkelt euer Stäbchen. Und unsere erste Reihe ist fertig. Für die zweite Reihe häkeln wir 3 Luftmaschen und wenden das Ganze. Diese Reihe wird jetzt einfach die ganze Zeit nur wiederholt. Also ab jetzt ist es wirklich ganz einfach. Die erste Reihe ist mit die schwerste, wenn man das so sagen kann. Und ab jetzt ist es wirklich ganz einfach. Also wir haben hier jetzt diesen Zwischenraum, wo wir unsere 2 Luftmaschen gehäkelt haben. Und hier in diesen Zwischenraum häkeln wir jetzt hinein. Und zwar wieder das gleiche Muster. Wir nehmen Umschlag, gehen in den Zwischenraum und häkeln 3 Stäbchen. 1, 2 und 3. 2 Luftmaschen und in den gleichen Zwischenraum hinein noch ein Stäbchen. Wir überspringen diese Stäbchen, die 3 Stäbchen hier. Und gehen in den nächsten Zwischenraum und auch dort häkeln wir wieder unser Muster, also 3 Stäbchen, 1, 2 und 3, 2 Luftmaschen und noch ein Stäbchen in den gleichen Zwischenraum. Also ihr seht, das ist wirklich ganz, ganz einfach und es geht so schnell dann von der Hand, wenn ihr den Dreh einmal raus habt. Ich zeige es euch nochmal. Also wie gesagt, die 3 werden übersprungen. Wir gehen nur in diesen Zwischenraum hier wieder hinein und häkeln wieder 3 Stäbchen. 1, 2 und 3. 2 Luftmaschen und noch ein Stäbchen in den gleichen Zwischenraum. Und das wiederholt ihr jetzt in die nächsten beiden Zwischenräume noch. Also in jedem Zwischenraum 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen. Und dann wieder in den nächsten Zwischenraum auch wieder 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. Und dann sehen wir uns gleich am Ende der Reihe wieder. Am Ende der Reihe angekommen. So sieht das Ganze aus. Und hier in diesen allerletzten Zwischenraum. Wir gehen jetzt nicht in die Wendeluftmaschen, sondern einfach nur in den Zwischenraum hier hinein
Und dort hinein häkelt ihr einfach nur ein Stäbchen. Also in diesen letzten Zwischenraum geht ihr einfach nur rein und häkelt euer Stäbchen. Und jetzt wird diese Reihe einfach nur wiederholt. Ihr häkelt wieder drei Luftmaschen, wendet das Ganze. Und jetzt wieder nur in diese Zwischenräume hier hinein häkelt ihr wieder drei Stäbchen. Eins, zwei und drei. Zwei Luftmaschen und ein Stäbchen in den gleichen Zwischenraum. Dann überspringt ihr wieder diese drei Stäbchen in den nächsten Zwischenraum hier hinein. Wieder drei Stäbchen, eins, zwei und drei. Dann wieder zwei Luftmaschen, eins, zwei und noch ein Stäbchen in den gleichen Zwischenraum. Und das macht ihr jetzt wieder, bis ihr in eurem letzten Zwischenraum angekommen seid. Und dann zeige ich euch nochmal, wie ihr die Reihe beendet. Ich bin jetzt hier in meinem letzten Zwischenraum angekommen und wieder am Ende der Reihe gehen wir wieder in den letzten Zwischenraum und häkeln dort ein Stäbchen. Also geht in den Zwischenraum hinein und häkelt euer Stäbchen. Ihr seht, es ist wirklich so, so einfach und es sieht so schön aus. Und es macht wirklich Spaß, dieses Muster zu häkeln. Wie gesagt, wenn ihr ein paar Reihen gehäkelt habt, geht das Ganze von ganz allein und ihr könnt entspannt vom Fernsehen einfach häkeln. Ich zeige euch nochmal den Anfang von der nächsten Reihe. Also wieder drei Luftmaschen. Ihr wendet und jetzt wiederholt ihr das Ganze. Wie gesagt, in jeden Zwischenraum hier hinein wieder drei Stäbchen, zwei, drei, zwei Luftmaschen und noch ein Stäbchen in den gleichen Zwischenraum. Und das wiederholt ihr wieder in jeden Zwischenraum und am Ende der Reihe in den letzten Zwischenraum hier hinein häkelt ihr dann einfach ein Stäbchen, drei Luftmaschen wendet und das wird jetzt einfach nur wiederholt. Ich häkel jetzt ein paar weitere Reihen und dann zeige ich euch gleich, wie das Ganze aussieht und ihr müsst einfach nur diese eine Reihe die ganze Zeit wiederholen. Ich habe das Ganze jetzt weiter gehäkelt und jetzt könnt ihr das Muster richtig gut erkennen und ich zeige euch jetzt nochmal den Farbverlauf. Also wir haben hier ein Blau, dann geht es zu Türkis, Gelb, Rosa, dann kommt wieder Lila, ganz zarter Farbverlauf und dann wieder zu Blau. Und wie gesagt, ich zeige euch das Muster, es ist wirklich super luftig, also super geeignet jetzt für den Frühling und den Sommer und die Wolle ist einfach nur leicht, also ganz, ganz tolle Wolle. Und ich habe insgesamt 1,5 Knäuel verarbeitet. Ihr könnt natürlich auch die zwei kompletten Knäuel nehmen, dann ist der halt schön lang, doppelt lang, sage ich mal. Also richtig toll. Das entscheidet natürlich ihr, wie lang ihr den haben möchtet. Aber ich habe jetzt meine gewünschte Länge erreicht und jetzt werden einfach nur die beiden Enden zusammengenäht. Wenn ihr dann eure gewünschte Länge erreicht habt und hier am Ende der Reihe angekommen seid, häkelt ihr einfach nur eine Luftmasche, zieht das Ganze fest und lasst jetzt ein bisschen längeren Faden, weil mit dem Faden werden wir gleich das Ganze zu einem Loop zusammennähen. Also lasst einfach, wie gesagt, einen längeren Faden. Wir schneiden den Faden jetzt einfach nur ab. Holen uns die Nadel, ziehen diese vorsichtig durch, also einfach nur durchziehen und wir ziehen das Ganze fest. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr die beiden Seiten ganz einfach zusammennähen könnt. Einfach unsere Vernähnadel, gehen dann einfach durch, legen jetzt die beiden Enden aufeinander, passt nur auf, dass das Ganze nicht verdreht ist, einfach nur, dass es schön aufeinander liegt. Und jetzt legt ihr die beiden Seiten aufeinander und jetzt geht ihr einfach mit der Nadel hinein, zieht durch und jetzt werden diese beiden
Seiten einfach zusammengenäht. Ich gehe dann immer von innen nach außen, also von innen nach außen und auch hier auf der Seite von innen nach außen. Und so werde ich das Ganze jetzt einfach zusammennähen. Also ihr seht, ich gehe dann wieder von innen nach außen. Und hier auf der anderen Seite auch. Und das wiederhole ich jetzt einfach, bis ich hier am Ende der Reihe angekommen bin. Ich habe das Ganze jetzt fertig genäht. So sieht das Ganze aus. Ich gehe dann jetzt nochmal in die Masche hinein, um das Ganze zu beenden. Lasse dann eine Schlaufe auf meinem Finger, gehe da mit der Nadel einfach nur durch, ziehe das Ganze fest. Und jetzt müsst ihr nur noch eure Fäden vernähen. Die Fäden sind vernäht. Ich drehe das Ganze jetzt wieder rum und unser Loop ist fertig. Wie gesagt, ein absolut tolles Muster. Ich hoffe, ihr hattet ganz, ganz viel Spaß mit mir, diesen wunderschönen und einfachen Frühlingsloop zu häkeln. Auch hier freue ich mich natürlich wieder riesig über eure Fotos, über eure Projekte. Ihr findet mich auch bei Instagram, wenn ihr mir Bilder schicken möchtet. Den Link verlinke ich euch unten in der Infobox. Ich würde mich wieder riesig freuen. Habt einen ganz, ganz tollen Tag und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.